Die von den USA unterstützten syrischen demokratischen Kräfte hatten nach der Eroberung der nahe der irakischen Grenze gelegenen syrischen Stadt Bagus die vollständige Zerstörung des IS verkündet. Der Nahostexperte der Gesellschaft für bedrohte Völker, Kamal Sido, warnt davor, die Terrormiliz Islamischer Staat als besiegt zu bezeichnen. Gegenüber der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA erklärte Sido, der IS hat jetzt lediglich kein eigenes Territorium mehr. Überall im Nordosten Syriens seien aber noch Kämpfer aktiv. Auch die Christen und andere religiöse Minderheiten hätten wenig Hoffnung auf eine friedliche Zukunft. Solange die NATO und die deutsche Bundesregierung Syrien nicht stabilisieren, indem sie beim Aufbau demokratischer Strukturen und der Stärkung des Minderheitenschutzes sowie der Menschenrechte helfen, werden die Christen nicht zurückkehren. Wie kann Integration gelingen? Diese Frage beschäftigte die Teilnehmer der Fachtagung Muslime und Islam in Deutschland der Deutschen Evangelischen Allianz im thüringischen Bad Blankenburg. Der Islamwissenschaftler Carsten Polanz warb dafür, offen für den christlichen Glauben einzustehen, da viele Muslime nach Gesprächspartnern suchten, die ihnen Themen wie Sünde, Liebe und Barmherzigkeit Gottes klar erklären könnten. Ferner kritisierte er aber auch die Einseitigkeit der Ja-Nein-Debatten zur Frage, ob der Islam zu Deutschland gehöre. Welcher Islam ist gemeint? Geht es um den traditionellen oder auch teilweise politisch ausgerichteten Islam der Dachverbände? Geht es um den Salafismus, um das Kulturmuslimsein vielleicht mancher ihrer Nachbarn und Arbeitskollegen? Die zweite Frage, die wir stellen können, ist, um welches Deutschland geht es? Was macht für uns Deutschland aus? Das Grundgesetz, vielleicht auch die christlich-jüdische Prägung unserer Kultur? Oder ist es einfach das Straßenbild oder der heutige gesellschaftliche Mainstream? Mit klaren, eindeutigen Ja-Nein-Antworten kommen wir wahrscheinlich nicht sehr viel weiter. Reinhold Strehler, Vorsitzender des Arbeitskreises Islam der Deutschen Evangelischen Allianz, ist der Überzeugung, dass das Zusammenleben mit Muslimen in Deutschland größtenteils gut funktioniert. Dennoch sehe er auch Probleme in der Integration. Da ist zum Beispiel die Tatsache, dass manche muslimischen Gruppierungen nicht sich wirklich mit den Werten unserer Gesellschaft identifizieren können. Es gibt die Tendenz in manchen Gegenden zu Parallelgesellschaften, wo Muslime dann auch nicht so wirklich integriert sind in das Leben der restlichen Bevölkerung. Es gibt Herausforderungen im Blick auf die rechtliche Form von zum Beispiel den islamischen Religionsunterricht oder die Ausbildung von islamischen Imamen und Religionslehrern. Da gibt es also manche Punkte, an denen gearbeitet werden muss und wo wir auch als Christen mithelfen können, hier und da doch zu einem besseren Miteinander zu helfen. Der Arbeitskreis Islam unterstützt und berät Organisationen und Gemeinden bei der Begegnung mit Muslimen.